Noch einmal für Sie, Michelle. Wärst du ein Lied, wie klingt deine Melodie? Wär sie euphorisch oder traurig? Wärst du ein Film und führtest du die Regie? Wär er real oder unglaublich? Denn du bist der Held in deiner Welt. Und du bestimmst, durch welche Tür du jetzt gehst. Sag nicht sorry, das ist deine Story. Lass dir nicht erzählen, wie du dein eigenes Leben lebst. Was denkst du, was bist du, woher kommst du? Was träumst du und wen liebst du? So wie du bist, ist gut. Was willst du, was hörst du und was fühlst du? Was schmeckst du und was siehst du? So wie du bist, ist gut. Und bist du anders, anders als die anderen? Und all die anderen sind anders als du. Denn wir sind anders, anders als die anderen. Jeder ist anders und anders ist gut. Und anders braucht Mut. Hättest du 3-Groschen-Roman oder ein Thriller? Wärst du ein Haus, Fenster auf oder zu? Wärst du ein Zelt oder eine Villa? Mit wem du schläfst, nach Hause gehst, deine Liebe schenkst, geht nur euch was an, an was du glaubst und für wen du lebst. Lässt du los oder bleibst du dran? Was bist du, woher kommst du? Was träumst du und wen liebst du? So wie du bist, ist gut. Ah, was willst du, was hörst du und was fühlst du? Was schmeckst du und was siehst du? So wie du bist, ist gut. Und bist du anders, anders als die anderen? Und all die anderen sind anders als du. Denn wir sind anders, anders als die anderen. Jeder ist anders und anders. Das ist doch gut. Das ist wunderbar und damit hat sie richtig Erfolg. Nochmal einen riesen Applaus. Unsere großartige, einzigartige Michelle, meine Damen und Herren. Dankeschön. So,